Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In dem heutigen Video sind wir mal wieder in der Integralrechnung unterwegs. Ganz konkret geht es um das Lösen dieses Integrals. Und ein Blick auf die Funktion verrät uns direkt, okay, tendenziell werden wir die Stammfunktion mit der sogenannten partiellen Integration ermitteln müssen, da wir jetzt hier eine Funktion gegeben haben, die aus zwei Teilfunktionen besteht, die miteinander mal genommen werden, also multipliziert werden. Hier siehst du schon mal die partielle Integration als Regel und hier an der Seite die Schritte, die du übrigens so auf jedes andere Beispiel dieser Art übertragen kannst, wenn du zum Beispiel nicht genau diese Funktion gegeben hast, aber bei der richtigen Anwendung wirst du dann tatsächlich auch immer zum richtigen Ergebnis kommen. Kleiner Hinweis vorweg, du musst wie immer nicht mitschreiben, denn du findest in der Videobeschreibung einen Link, wo du dir dieses Rechnungsbild auch samt dieser Schritte und so einfach herunterladen kannst, ausdrucken kannst und damit gegebenenfalls für die nächste Klassenarbeit oder Klausur lernen kannst. Das reicht vorweg. Wir haben jetzt gerade schon mal ganz kurz analysiert, warum ist denn die partielle Integration tendenziell die richtige Methode für die Ermittlung der Stammfunktion. Und jetzt starten wir auch schon mal direkt mit dem ersten Schritt. Wir müssen nämlich u von x und v' von x bestimmen. Hierzu würde ich das ganz gerne, oder schreibe ich das natürlich immer meistens in der Regel heraus, einmal u von x und einmal v' von x. Und es ist so, tendenziell, wenn du so eine Potenzfunktion gegeben hast wie 4x, dann ist das in der Regel dein u von x. Es gibt in der Regel in der Schule zumindest mal eine Ausnahme, wenn der natürliche Logarithmus vorhanden ist. Das ist hier nicht der Fall. Also u von x ist 4x und die e-Funktion ist dann dementsprechend v' von x. Damit ist auch schon der erste Schritt tatsächlich abgehakt. Und ich glaube, hier ist dieser Schritt sieht so unscheinbar aus und ist ja, tendenziell einer der schwierigeren Schritte hierbei, da wenn man sich falsch entscheidet, die partielle Integration tatsächlich nicht anwendbar ist, beziehungsweise ja, keinen Nutzen mit sich trägt. Zweiter Schritt ist u' von x bilden, das heißt, wir müssen u von x einmal ableiten. Da helfen uns ja die ganzen elementaren Ableitungsregeln. Die Ableitung von Zahl mal x ist noch die Zahl. Dementsprechend ist 4x abgeleitet 4. Und wir brauchen die Stammfunktion von der e-Funktion, da wir v' gegeben haben und v bilden müssen. Ja, das Schöne an der e-Funktion ist tatsächlich, wenn die e-Funktion einfach nur als e-Funktion, also als tatsächlich als e hoch x dasteht, ist die Stammfunktion ebenfalls e hoch x. So, zweiter Schritt ist auch abgehakt und wir kommen jetzt tatsächlich schon zum dritten Schritt. Wir können jetzt hier diese Formel anwenden. Und du siehst ja, die Formel fängt mit u von x an, also hiermit, so. Das Ganze können wir schon mal festhalten, also ein Gleichzeichen darunter machen, 4x, so. Dann geht es weiter mit v von x, also mit e hoch x, also mal e hoch x. Dann kommt jetzt hier dieses Minuszeichen aus der Formel, so. Jetzt das Integral mit den Grenzen 0 und 1. Und dann siehst du, geht es hier weiter mit u' von x, also 4, so. Und dann nochmal mal v von x, also mal e hoch x, dx dahinter noch nicht vergessen, da wir immer noch ein Integral gegeben haben. Eine der häufigsten Fragen, die mir jetzt hier an dieser Stelle stellt, ist, sag mal, was hat mir das gebracht? Nun, das Anfangsmaterial war tatsächlich eine Funktion multipliziert mit einer anderen Funktion. Das erkennst du daran, dass beide Faktoren etwas mit dem x haben. Hier hast du nicht mehr die Situation, eine Funktion mal eine andere Funktion. Das ist nur noch Zahl mal e-Funktion. Und eine Zahl kannst du tatsächlich außerhalb eines Integrals einfach rausziehen, wenn denn hier eine Malrechnung ist. Das heißt, wir holen uns jetzt die 4 außerhalb des Integrals. Bis dahin schreiben wir also ab. So, minus 4 mal und jetzt einfach das Integral von 0 bis 1 e hoch x dx. Das ist dann auch schon der vierte Schritt. Wir haben das Ganze vereinfacht und jetzt siehst du im Integral nur noch die e-Funktion. Das Integral sagte ja nichts anderes als bilde die Stammfunktion. Wir hatten ja gerade schon besprochen, die Stammfunktion von der e-Funktion ist die e-Funktion. Also können wir jetzt bis dahin abschreiben. 4x e hoch x minus 4 mal die Stammfunktion jetzt. Also immer noch e hoch x. Und ich persönlich schreibe dann immer den ganzen Ausdruck in Klammern, zumindest dann, wenn ich Grenzen gegeben habe, und schreibe dann oben die obere Grenze dran, unten die untere Grenze. So, fünfter Schritt ist abgehakt. Wir haben jetzt tatsächlich die partielle Integration vollständig angewendet und kommen jetzt zu dem sechsten Schritt. Obere Grenze einsetzen minus untere Grenze einsetzen. Die 1 ist ja die obere Grenze und diese werden wir jetzt hier für jedes x einsetzen. So. Wenn wir das machen, sind wir hier bei 4 mal 1 mal e hoch 1 minus 4 mal e hoch 1. Dann siehst du, oder dann weißt du, hier steht ein Minuszeichen, also Minus. Und wenn du dir diese Regel hier merkst, dann bitte packe dieses f von a, also das a eingesetzt in die Stammfunktion, immer in eine Klammer. Also Klammer auf. Und jetzt werden wir jedes x durch die untere Grenze einsetzen, also in dem Fall dann hier durch die 0. Einmal dafür, dafür und dafür. Also sind wir hier bei 4
mal 0 mal e hoch 0 minus 4 mal e hoch 0, Klammer zu. Sechster Schritt, abgehakt. Jetzt das Ganze nur noch vereinfachen bzw. ausrechnen. 4 mal 1 ist 4, e hoch 1 ist e, also sind wir jetzt hier beim ersten Paket bei 4e. E hoch 1 ist immer noch e, minus 4 mal e sind minus 4e. So, jetzt den Ausdruck in der Klammer. In dem ersten Teil kommt die 0 als Faktor vor, das heißt 4 mal 0 mal e hoch 0 ist insgesamt 0. Und was du wissen solltest ist, dass e hoch 0 1 ist, das heißt hier hinten steht minus 4 mal 1 und minus 4 mal 1 ist natürlich minus 4. So, ein bisschen weiter ausrechnen. 4e minus 4e ist 0. In der Klammer 0 minus 4 ist minus 4. Und dann ein letzter Rechenschritt noch. 0 minus minus 4 ist natürlich 4. Und das ist dann auch schon das Ergebnis dieses Integrals. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn du mir einen Gefallen tun wollen würdest, dann bitte kommentier doch einfach mal dieses Video mit deinen Videowünschen. Und dann weiß ich nämlich ganz genau, zu welchen Themen ich noch weitere Videos drehen soll. Genauso freut es mich natürlich auch immer, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Abonniere hierzu gerne die Glocke. Und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, denn dann bist du auf jeden Fall benachrichtigt. Und vielleicht magst du ja sogar das Video mit deinen Freunden, mit deinen Mitschülern, mit deinen Kommilitonen einfach mal teilen. Vielleicht brauchen die auch nochmal so ein Beispiel für die partielle Integration. Das würde mich natürlich auch mega unterstützen. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag.